Hallo meine Lieben. Ja, mein Besuch ist wieder weg und ich habe die noch begleitet nach Hause und bin noch 2 Tage dort bei denen geblieben und habe die besucht. Und bei der Gelegenheit bin ich auch gleich dort im Action vorbeigefahren und habe ein bisschen eingekauft. Und was ich gekauft habe, zeige ich euch jetzt. Ist nicht ganz so viel, aber ein bisschen was. Genau, und danach war ich auch noch im Woolworths. Da habe ich auch noch ein paar Sachen gekauft und die zeige ich euch natürlich auch noch. Ich fange mal an mit dem ganz langweiligen Kram, was wahrscheinlich keinen Bastler wirklich interessiert. Zahnpasta. Ich finde die total lecker. Die macht so einen super frischen Atem und auch ziemlich lang. Also ich bin mit der sehr zufrieden und auch die Zähne fühlen sich gut an. Also ich benutze die total gern. Dann habe ich mir wieder meine Lieblingsleckerli-Sachen geholt. Ja, die sind ja immer alle Veggie. Und deswegen esse ich die gern und ja, genau, mag ich einfach gern. Und da ich mir die immer sehr lange einteile, ist das auch völlig in Ordnung. So, dann fange ich mal an, in meinem Tütchen zu kramen. Und ich fange mal an mit was, was auch wieder nicht so spektakulär ist. Und zwar habe ich solche Papierstreifen gefunden. Und die fand ich deswegen cool, weil die haben so mega krass viele Farben. Also angefangen mit schwarz hier hinten, braun, grün und dann wird es heller und dann geht es ins Blau über und ins Grün und Lila und so weiter. Also so richtig regenbogentechnisch und hier eben einmal so richtige Kraftfarben. Also alles ein bisschen dunkler, kräftigere Farben. Ja, total schön. Und das Ganze nochmal in so ein bisschen helleren Farben, also ein bisschen pastelligen Farben. Ja, und auch die fand ich total schön. Und wie oft hat man das, dass man für irgendwas eben echt nur so einen kleinen Streifen braucht, weil man irgendeine Kleinigkeit nur ausstanzen will und dann will man nicht immer so ein ganzes Papier anfangen. Und hier hat man jetzt so eine ganze Ecke. Also ich glaube, da kommt man eine ganze Weile mit hin. Ich weiß auch gar nicht. Ich guck mal. 170 Gramm. 5 mal 32 cm steht hier auch irgendwie da. 74 Multicolors-Dinger. Also ich weiß nicht, ob jetzt jedes Ding, ich guck mal gerade, hat jedes Teil oder ist es immer zweimal? Ne, zweimal, dreimal? Ja, dreimal immer in der gleichen Farbe, würde ich sagen. Mal kontrollieren. Jawohl, genau. Immer 3 Stück in der gleichen Farbe. Und ich denke, da kommt mal eine ganze Ecke mit hin. Und ich finde die Farben auch wirklich schön. Und das ist halt dieses, würde ich jetzt sagen, das normale Actionpapier, was sie sonst auch haben. Also kein besonderes oder so. Aber es ist ein schönes Papier, wo man bestimmt immer mal Kleinigkeiten mitmachen kann. So, ich habe mich aber ganz schön lange an dem Papier aufgehalten. So, ich mache mal weiter. Nehme ich mir hier gleich mal so einen ganzen Stapel an die Seite. Und zwar habe ich hier einmal so Aufkleber. Und das sind hier einmal so Herzsticker, die so ein bisschen glitzern. Und die hier sind so schimmernd mit Schmetterlingen und Blümchen. Ja, fand ich ganz schön. Das Ganze gab es dann noch in Gold. Mehr so ein bisschen partytechnisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, fand ich auch ganz nett. Kann man bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Deswegen auch nur einmal, weil ich dachte, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so ein mega Highlight. Dann habe ich diese Teile hier noch bekommen. Und ja, Embossing Folder und die beiden hatte ich noch nicht. Also bei dem bin ich mir nicht sicher, aber das hier hatte ich glaube ich noch nicht. Und deswegen habe ich mir die jetzt nochmal mitgenommen. Die anderen, die sie da hatten, die, da war ich der Meinung, die hätte ich schon alle. Und deswegen habe ich nur die 2 mitgenommen. Dann gab es noch so ein paar Sticker und hier die Lamas. Und ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die habe ich auch schon, aber ich habe mir die trotzdem nochmal mitgenommen. Und zwar 2-mal. Und ja, auch hier gilt wieder, wenn ich Sachen 2-mal zeige und ihr möchtet gerne tauschen, dürft ihr mich gerne anschreiben. Und ja, ist dann leider so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Beim letzten Mal hatte ich es leider, dass dann die Sachen schon weg waren. Das tut mir auch total leid. Aber manchmal ist es leider so. Dann sind die Sachen einfach schon vertauscht und ja, ich hatte da allerdings auch vergessen, rechtzeitig eine E-Mail zu schreiben, aber die Anfragen waren trotzdem vorher schon, also die Sachen wären trotzdem schon weg gewesen, deswegen tut mir das leid.
Ja, ich habe auch dieses Mal extra noch mal geguckt, ob sie die Sachen haben und hätte die dann noch mal mitgebracht, aber leider waren die nicht mehr da. Genau die, also sie hatten welche von denen da, von den Standsteilen mit der rosanen Packung, aber nicht mehr die, die gewünscht waren. Genau, okay. Ja, hier dann auch dieses Sticker, auch einmal doppelt gemoppelt. Das hier gab es leider nur einmal, das habe ich mir nur einmal mitgenommen. Upi. Womit mache ich mal weiter? Mit diesen Dingen hier. Und wie ihr seht, auch die habe ich zweimal mitgenommen. Also einmal auch zum Tausch. Das sind dann so lauter Anhängerchen, ein paar Charms und dann hier solche Anhänger, zum Beispiel um Schmuck zu machen. Oder ich finde Federn auch immer ganz toll an der Karte oder so. Oder auch so ein Gebamsel. Oder geht natürlich auch für Resin, für alle möglichen Sachen, überall, wo man einen Charm dranhängen kann. Genau, also auch zweimal dabei. So, hier geht es weiter mit Charms und auch hier habe ich immer doppelt gekauft. Also einmal diese mit dem grünen Bändchen, mit dem rosanen und hier mit dem ganz dunklen. Das sind dann diese hier. Dann diese goldenen hier. Vögelchen, drehst du dich noch? Ja, so. Das sind diese. Und zu guter Letzt, na, so. Wenn wir nicht, dann da ist einmal dieses Herzchen mit der Krone und den Flügeln und hier ist dann diese Feder. Ja, und oben kann man die Sachen ja alle gut erkennen. Ja, auch zweimal. Dieses hier gab es leider nur einmal. Wenn sie das öfter gehabt hätten, dann hätte ich das auch noch öfter mitgenommen. Das fände ich nämlich total schön. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere das auch schön findet. Deswegen schade, dass es die nur noch einmal gab. Ach, seht ihr, hier habe ich noch was zu knabbern vergessen. Das hatte ich mir an der Kasse noch mitgenommen. Und gar nicht gegessen. So, dann war ich ein bisschen in einer, ja, anderen Abteilung, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mir dann einmal diese Klammern hier mitgenommen. Und man hat es ja oft bei den ganz kleinen, dass das so dolle rausrutscht und dass die ruckzuck auseinander sind. Und bei denen hier ist das nicht so. Obwohl bei der hier ist das jetzt gerade ein bisschen Vorführeffekt. Die rutscht, glaube ich, doch. Aber bei den anderen, wo ich hatte nämlich extra vorher probiert, ob die auch nicht so dolle hin und her rutschen. Also dass die auch wirklich mal ein bisschen was halten und das tun sie. Also die sind dann halt mal ein bisschen größer und halten eben mal ein bisschen mehr. Und ich dachte mir jetzt vielleicht für so ein Memory-Deck, wo man sich mal was dranhängt, um sich dann mal Karten dran macht oder was auch immer, wo man die dann anpingen kann. Fand ich so eine ganz coole Idee. Mal gucken, ob ich die Tage das mal mache. Also mir so ein Board irgendwie zurecht mache und dann halt Klammern und an die Klammern dann vielleicht noch Stempel dran oder Sprüche dran oder was auch immer. Info wichtig, irgendwie sowas und dann das Ganze noch ein bisschen schön dekoriere. Ja, und dann habe ich ein schönes Memo-Board, was ich mir dann irgendwo hinhängen kann, wo ich mir meine wichtigen Termine vielleicht hinhängen kann oder irgendwie sowas. Dafür habe ich mir die mitgenommen. Ja, es ist Herbst, so ist es nun mal. Und ja, zum Herbst gehört auch immer ein bisschen was Herbstliches. Deswegen habe ich mir hier so ein paar Dekoblätter mitgenommen. Die habe ich jetzt zwar nicht zweimal, aber ich würde davon auch welche abgeben. Also wenn jemand irgendwas tauschen möchte und sagt, ach Mensch, so ein, zwei Blätter davon hätte ich gern, dann packe ich die mit rein, gar kein Ding. Nur ein paar möchte ich halt auch selbst behalten. So, als nächstes habe ich mir noch Twin Marker mitgenommen. Und hier links, hier rechts von mir hängen meine, ja, ich kann ja mal eins rauskramen, diese Teile. Und die hängen dann ja hier an meinem, so, wie so ein Board, sage ich jetzt mal, und da hängen die dran und da habe ich meine Stifte immer drin. Und wie ihr seht, habe ich auch gleich das Richtige gegriffen. Ich habe weder die Nummer 15, die sind schon ein bisschen eingestockt, weil ich ein bisschen länger nicht gemalt habe damit. Die 05 sowie auch die 08 habe ich alle drei noch nicht und deswegen ist das genau richtig, obwohl hier steht auch Cherry Pink und das ist zwar nicht 05, da steht nur 5. Ah, okay. Trick 17, also die 5 habe ich doch. Aber die 8 habe ich noch nicht und ich habe die 15 noch nicht. Also wer Interesse hat an der 5, die habe ich doppelt, kein Thema.
gebe ich auch gerne her. Ich habe sowieso von den Twin-Markern immer noch welche als Ersatz rumliegen. So, dann habe ich einmal so ein Rosé-Gold. Und zwar sind das diese Stifte. Ich habe hier noch welche, dann brauche ich das jetzt nicht auspacken. Das sind diese hier, wo die Spitzen immer unterschiedlich sind. Ihr seht, bei mir ist das hier schon total kaputt, weil ich das immer... habe ich hier nicht irgendwie so ein Papier liegen, wo ich das mal vorführen kann? Zack, hier so ein kleiner Rest. Ich nehme das halt immer und ziehe das so lang. Oh, der ist anscheinend schon ein bisschen ausgetrocknet. Ja, der ist schon trocken, den kann ich weghauen. Auf jeden Fall, wenn der dann nicht ausgetrocknet ist, dann funktioniert das nämlich immer super, dass man dann so einen kleinen Rand hat. Und ja, dann eben das schön noch irgendwo, wenn man es drauf macht, sich dann so schön abhebt. Und dafür benutze ich die hauptsächlich. Und dafür habe ich mir jetzt einmal noch in Roségold, aber auch in Gold, habe ich mir beides mitgenommen. Ja, weil das auch immer ganz schön ist, mal einen anders farblichen Rand zu haben, als immer nur schwarz. Aber ich finde es halt schön, wenn die sich abheben. Und deswegen habe ich mir die noch zweimal mitgenommen. Oder jeweils einmal, Entschuldigung. So, okay. Ja. Auch das hier nicht so ganz spektakulär, ein bisschen Blattgold zum Dekorieren. Ja, finde ich auch immer ganz cool und schon fliegt hier was rum. Und hier ist dann, wenn ich das richtig sehe, ein Pinsel dabei und eine Pinzette, dass man da so ein bisschen was rausholen kann. Und dann eben diese Schachtel mit dem Blattgold und auf der anderen Seite ist das aber, glaube ich, immer Silber. Ich weiß es aber nicht genau. Oder da ist so ein bisschen Silber jetzt einfach nur reingerutscht, das könnte auch sein. Und ja, da kann man halt auch coole Sachen mitmachen mit Mixed Media und so, ne? Und deswegen dachte ich mir, ja, nehme ich mal mit. Vielleicht verbinde ich das auch so ein bisschen mit diesem Board hier. Mal schauen. Weil ich finde nämlich hier dieses Glitzergold immer ganz schön. Und das kann man einfach mit Bastelkleber aufkleben und das hält. So, was haben wir hier noch? Ja, genau. Dann habe ich hier noch diese Sticker, diese Schaumstoffsticker. Die gab es doppelt, die leider nicht. Deswegen kamen die doppelt mit und die eben nur einmal. Also, wie gesagt, für die Mädels ist einmal über. Wer da Interesse hat, sagt mir einfach Bescheid. Ich schreibe immer unten bei den Videos, ist immer unten die E-Mail-Adresse mit dabei. Und ihr könnt mir immer direkt eine E-Mail-Adresse schreiben, dann ist es für mich einfacher, ja, leicht drauf zu reagieren, weil dann habe ich es auf meinem Handy und wenn ich es unten in den Kommentaren habe, seid mir nicht böse, manchmal dann lese ich es nicht sofort oder ich überlese es oder ich vergesse es einfach mal, weil es nicht direkt präsent auf meinem Handy ist. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen seid mir da bitte nicht böse. Schaut dann einfach mal, dass ihr mir direkt vielleicht einfach eine E-Mail schreibt. Okay. Ein bisschen geht es noch weiter. Ich habe noch ein paar Stempel mitgenommen. Und zwar fange ich mal mit denen an, weil die habe ich nämlich alle doppelt. Das sind einmal diese hier mit den Wolken, dem Vögelchen. Hier ist noch so ein Schmetterling und der Heißluftballon. Und da sind auch zwei Stanzteile dabei für die beiden Teile hier unten. Dann habe ich das mit diesen Blümchen und dem Kaktus. Upsi. Dann diese hier mit den Pancakes oder Muffins. Und hier mit den Federn. Und ja, wie gesagt, alles jeweils doppelt. Also, wer da welche haben möchte, kein Problem. Bei denen ist es leider nicht ganz so. Die hier habe ich jeweils nur einmal bekommen. Wobei ich bei denen gar nicht sicher bin, ob ich die nicht sogar schon habe. Da muss ich mal nachgucken. Wenn das so sein sollte, würde ich die natürlich auch tauschen. Aber ich bin mir nicht sicher. Genauso wenig wie bei diesen hier. Und das hier habe ich aber wenigstens doppelt bekommen und wer da Interesse hat, darf sich auch gern melden. Das ist auch zum Tausch. Okay, so, das war's. Nein, war es nicht. Stopp, ich habe mir hier noch was zur Seite gelegt und die sind leider auch nur... So, da haben wir es. Einmal diese super schönen Sticker. Ich glaube aber, dass ich die zum Nähen benutzen werde und ich werde jetzt mal ein so ein Ding aufmachen hier und werde mal reingucken. Wie die genau sind, die Teile, ob das wirklich hier solche Dekorationssticker und ach so, die haben hier nur so ein Klebepad, was sowieso nicht so toll hält. Das kann man auch direkt abfummeln. Aber ich fand diese Paillettenteile total schön und finde auch die Farben klasse. Also bei dem Ding auf jeden Fall hier diese
Ja, seht ihr das? Hier diese grün, blau, türkis, petrol, keine Ahnung. Ja, finde ich mega geil. Und in Kombi mit dem Rosa ganz schön. Und das werde ich aber, denke ich, irgendwo aufnähen. Also da werde ich gucken, dass ich so einen lilanen Faden habe. Und dann werde ich mir das irgendwo aufnähen. Und das finde ich nämlich echt schön. Und auch das habe ich zweimal. Genauso wie, da gab es hier diese Schmetterlinge. Ich weiß nicht, ob ihr die schon irgendwo gesehen habt. Wie gesagt, ich habe schon länger keine Videos mehr geguckt jetzt und bin gar nicht auf dem Laufenden. Und die habe ich auch doppelt. Also wer da gerne was haben möchte, einfach melden. So, das war es jetzt aber vom Action. Mehr habe ich vom Action heute nicht. Ich habe ja gesagt, ich war noch bei Woolworths und da habe ich mir auch noch ein paar Kleinigkeiten geholt. Und zwar einmal diese Geschichte hier, also einfach nur so eine Perlendose. Die werde ich wahrscheinlich, wenn ich mal Lust und Zeit dazu habe, dekorieren und dann verschenken oder vertauschen. Wer da Lust drauf hat, mit mir sowas zu machen, also ja, vielleicht eine Dose gegen eine Dose oder keine Ahnung, auch vielleicht ein Album gegen Dose oder was auch immer. Das kann man dann ja absprechen, also dass man vielleicht einen Tausch ausmacht und die dann eben verschönert und ja, dann vertauscht und natürlich befüllt vertauscht. Also ich würde die dann halt, würde dann da auch Kleinigkeiten reinmachen, also als Perlen oder ja, keine Ahnung, das kann man ja absprechen, was derjenige dann haben möchte. Dann habe ich mir diese Dinger nochmal geholt, weil die sind mega praktisch. Diese kleinen Aufbewahrungsdosen, die sind nämlich ziemlich luftdicht, da halten Sachen ziemlich lange drin und ich finde die einfach praktisch, deswegen kamen die nochmal mit. So, dann gucke ich gerade jetzt hier nochmal durch, genau. So, dann habe ich ein bisschen Streudeko mitgenommen und zwar alles passend zu Halloween. Einmal so kleine Gespenster, dann haben wir hier so Totenköpfe sind da drin. Na, kriege ich mal einen alleine irgendwie hingeschüttelt. Nee, irgendwie nicht. Ja, jetzt habe ich einen. So sehen die aus, diese Totenköpfe. Dann sind hier so lilane Fledermäuschen drin. Mal gucken. Ja, ich glaube, da könnt ihr es schon ganz gut erkennen. Das sind diese welche hier. Dann, ja, die erkennt man, glaube ich, so, ohne dass man sie einzeln sieht. Das sind halt einfach nur Kürbisse. Und hier sind dann solche Gespenster drin. Die erkennt man, glaube ich, auch ganz gut. So sehen die dann aus. Ja, und ich finde für so eine Halloween-Schüttelkarte gar nicht schlecht. So, dann geht es weiter. Jetzt muss ich hier einmal kurz sortieren. Weil hier habe ich nämlich öfter zugeschlagen, bei den meisten Sachen. Und ich erkläre euch dann auch gleich, warum. Also, diese Lamas fand ich einfach mega toll. Die glitzern und glänzen und leuchten und haben noch so tolle Muster in dem Glitzer drin. Fand ich total schön. Und die ganzen habe ich mir 1, 2, 3, 4 Mal mitgenommen. Weil ich mir gedacht habe, das gefällt dem einen oder anderen garantiert. Einen möchte ich natürlich gern behalten, aber 3 wären eventuell zum Tausch. Wer gerne möchte. Und es geht weiter. Und zwar, ich muss leider kurz ein bisschen sortieren, aber dann habe ich es gleich. So, ja. Und zwar haben die Stempel. Für tatsächlich unglaubliche 1,50 Euro. Und zwar sind hier so Sprüche drauf wie die besten Segenswünsche zur Kommunion, Konfirmation, Taufe, Menü, Einladung, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, ein kleines Dankeschön, ein lieber Gruß, herzliches Beileid, herzliche Anteilnahme und frohe Ostern. So, und hier ist mal so gut wie jedes Ding abgedeckt. Und das für 1,50 Euro. Und ich finde, die Schrift ist auch echt schön. Ich habe sie natürlich noch nicht ausprobiert. Also ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Aber ich dachte mir, für 1,50 Euro, für 13 Stempel, die wirklich mega praktisch sind, da nimmst du dir 1, 2, 3, 4 mit. Einmal ist für mich. Und 3 Leute dürfen sich gerne melden zum Tauschen. Und weil das Ganze so schön ist,
gab es da noch so ein Set für genau den gleichen Preis. Und hier sind dann auch wieder beste Segenswünsche, Taufe, Einladung, herzliches Beileid, frohe Ostern, ein kleines Dankeschön, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Vielen Dank. Zur Kommunion, Menü und frohe Feiertage. Ganz wenig abgewandelt, aber für 1,50 Euro dachte ich mir, egal. Die Schriftart ist eine andere und deswegen, warum nicht doppelt haben? Finde ich jetzt gar nicht schlimm und ganz doppelt ist es auch nicht hier. Da ist hier nur zur Kommunion und zur Konfirmation ist hier gar nicht drauf, zum Beispiel. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm und auch die habe ich viermal. Also wenn ihr da tauschen möchtet, dann meldet euch einfach. Ja, die fand ich nämlich super klasse. Und das war es auch schon fast. Ich habe noch etwas mitgenommen, was ich irgendwie lustig fand. Und zwar ist das hier so leuchtende Ratte. Das mache ich jetzt mal auf. Die kann man an so ein Bändchen hängen. Und dann bekommt das gute Stück hier so ein Knicklicht rein. Das steckt man hier so in das arme Tier hinein. Und dann kann man die knicken, also das Knicklicht knicken. Und dann leuchtet die im Dunkeln. Und dann hat die hier irgendwo, hat die noch was, wo man dieses Bändchen dran festmachen kann. Und dann kann man die so durch die Gegend ziehen. Ja, fand ich irgendwie witzig. Da habe ich die mitgenommen. Genau. Eine leuchtende Ratte. Genau. So. Das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. Ja. Genau. Meine Tüte ist leer. Ich hoffe, euch haben die Sachen ein bisschen gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr tauschen möchtet, unten in die Infobox gucken, mir eine E-Mail schreiben und dann bekommen wir das hin. Okay, ihr Lieben, ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald. Ciao.